Looks like Daniel found a new brother. No kidding. He dumped me like a rock. I'm glad you two came along. It's great that Chris found a new friend out here. It looks like you did too. What's her name? Oh. Er hat es mitbekommen? Ich meine, wer? Wer? Who? Come on, don't play me. That cutie you were talking to by the market. Oh, yeah, that girl. Wollte nur Geld. Als ob sie nur Geld... Wir haben ihr nicht mal Geld gegeben. Sie war cool, sie war cool. She was cool. You're too quick! Anyway, got ya. It's good for me to get out, too. We've had a rough time over the past couple of years. My wife, Emily, she died 2 years ago. Obviously, it was tough on Chris. Shit. I'm sorry, man. Thanks. It's been a struggle. Especially trying to be a good dad. Es tut mir auch so ein bisschen leid, also wir wussten ja, dass seine Frau verstorben ist. Es tut mir auch so ein bisschen leid, dass so Sean, er ist ja nicht mal erwachsen. Er ist 17? War er nicht 17? Oder ist er 19? Er ist auf jeden Fall noch sehr, sehr jung so und er hat halt einfach keinen mehr, auf den er sich so relaten kann. Ja, doch, seine Großeltern aktuell, aber die werden auch hundertprozentig nicht für immer bei ihm bleiben. Und er muss einfach solche erwachsenen Gespräche führen, während sein kleiner Bruder draußen einfach noch so seine Kindheit halt hat. Auch wenn ich zugeben muss, so viel Kindheit hat er jetzt auch nicht mehr, weil er auch da ein bisschen beschränkter ist zu dem Punkt, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. You're doing your best. Chris is awesome. And he's got a wonderful imagination. Thanks for saying that. Chris does have talent. He's a storyteller. Yeah. He showed up when I was drawing at the market. He gave me some tips. When I look at you and Daniel, how close you two are, I realize I'm far from being up to the task. Chris deserves a real family. Anyway, I shouldn't have brought this up. Okay? Forget it. No worries. Didn't mean to make you feel bad. We all have our ups and downs, right? That's how life works. Your grandparents sure did have their share of downs, too. But they're always there for us. For Chris. They seem like good people. Ja, sie sind auch gut. Er hat's einfach... Oh, er drückt es doch in mich rein, dass ich so gemein zu meinen Großeltern war. Ja, es sind sehr, sehr gute Menschen. Sie sind nett. Mama hat uns verlassen. Claire ist streng. Nein, sie sind nett. Claire ist ja nur streng, weil wir... Wir sind gesucht. Was willst du eigentlich? Wir sind gesucht. Wir müssen uns halt bedeckt halten. Eigentlich möchte ich auch gerne das Untere so ansprechen, um einfach mal ein bisschen mehr zu erfahren. Aber die Kernessenz... Meine Großeltern, das sind sehr, sehr korrekte Menschen. Nicht so korrekt wie Brody immer noch, aber sehr, sehr korrekte Menschen. They're so nice, but... Yeah, they have their problems too. Sorry for bringing that up. It's okay. I hope they don't stress out because we haven't come back. Yeah, we should get you two home. Don't keep them waiting. Yeah. Hey, buddy. Wanna set up that Christmas tree? Yeah! Well, I'll get there before you with my dadmobile. No way you can beat Captain Spirit. See you later, Super Wolf. Hello? Hello? Claire? Steven? Looks like Grandma and Grandpa haven't come back from church yet. Well, at least they won't yell at us for going out.
That was so cool to spend time with Chris at the market. Did you know Chris's mom was an artist? I didn't. How so? She drew comics. You should see her drawings. They're so cool. Just like yours. Thanks, dude. Hey. What? What is it? Sean? I want to go check on the room. Upstairs. I know it's Mom's. Please. Erstens, sehr cool, deswegen wissen wir jetzt auch, warum uns Chris angesprochen hat, wegen unseren Zeichnungen. Ich dachte, jetzt wird gerade das, Leute, hätten sie als große Entscheidung ausspielen können und nicht, ob wir den Typen einen Streich spielen wollen oder nicht. You see, ergibt irgendwie gar keinen Sinn. Also du lässt dich locker, sie werden ausflippen. Also in, ich denke mal, egal was ich auswählen werde, wir werden die Zimmer eh nicht sehen. Oder wir werden sie sehen, weil Daniel auf einmal sagt, ich hab's jetzt einfach gemacht. Scheiß drauf, was du sagst. Deswegen, I don't know. Also ganz ehrlich, wenn wir da einbrechen würden in diesen Raum, also wenn wir die Tür aufbrechen, einbrechen klingt ein bisschen zu krass. Klar werden die ausflippen, aber die werden uns nicht rauswerfen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie uns rauswerfen würden für eine Tür. Aber sie werden ausflippen. Daniel, you heard Claire. They will freak out if they know we went inside. We won't tell them. We'll be in total stealth mode. They won't know anything if we make it quick. It's just... I really want to know what's inside. What kind of stuff she had. Chris has tons of things that belong to his mom. And I have nothing. Come on, Sean. You don't even have to come with me if you don't want to. Fuck it. I'll come with you so you don't make a mess and get us caught. Hat der sein Shirt umgezogen eigentlich? Hat er nicht was Gelbes? Na egal. Warte. Einmal kurz. Die Eisenbahn. Gotta find. Hä? Was? Nein! Was wolltest du sagen? I wonder why they locked the room. What's the big deal? We'll find a way to open it. Sean, this is super easy. I can just break the lock with my power. Yeah, I could do that with a hammer. But let's try and find the key instead, alright? Gott, jetzt gibt's so ein Zeitlimit bestimmt und nach 10 Sekunden ist er dann beleidigt. Clean up? Achso, sein Gesicht. Sein Gesicht. Okay, wir sind das erste Mal in ihrem Schlafzimmer. Das kennen wir ja noch gar nicht. Locked drawer. Jetzt brauchen wir noch einen Schlüssel für die Schublade. The Karen's room is inside. Love the outfits, guys. So man, süß. He looks so different. So young. Karen hated collecting trinkets. She used to say they were just useless dust traps. Aber trotzdem sehr schön. Ein Moment. Ich weiß, die Musik war sehr toll, aber... Ah, das Jojo haben wir noch. Ich bin nicht stolz, dass ich es gestohlen habe, aber ich weiß, dass es Daniel lieben wird. Hat das doch Konsequenzen? Ich weiß es nicht. Seite 50 waren wir das letzte Mal. So. Daniel really fucked up. Hier, Daniel hat diesmal echt versaut. Er muss lernen, den Mund zu halten. Team Spirit Feed El Diablo. Diablo Loco. Im Deutschen haben sie es einfach mit Superwolf übersetzt. Nee, im Englischen. 11.12. The Spirit Squad. El Diablo Loco. Achso, nee, wir sind El Diablo Loco. Hä, aber in welchem Sinne sollte er den Mund halten? Er hat doch nichts gesagt. Naja. Nicht wirklich in der Stimmung für Weihnachten, aber für Daniel spiele ich mit. Er vermisst es echt, wie ein normales Kind Spaß zu haben. Hallo Weihnachten. Oh Gott, das kann man ja gar nicht sehen. Da haben wir... ich habe hier schon wieder ihren Namen... Cassidy haben wir gemalt. Nee, ich wollte eigentlich hier nochmal gucken. Das Radio...
Ganz ehrlich, wir haben schon alle Souvenirs, auch mal die für mich so schlecht. Okay, wir haben noch ein Radio. Auf dieses Radio muss ich mich nochmal fixieren. Ich frage mich gerade sowieso, wir haben eigentlich normalerweise nur die beiden Bilder als Anhänger oder als Büroklammer mit, das können wir dran heften. Aber wieso ist beim Zug und beim Radio kein Symbol? Was bedeutet das? Ich weiß es nicht. Who knew this sweet little muffin would turn into such a brat? Still super cute though. Es ist aber auch niedlich, dass sie das in ihrem Zimmer aufgehangen haben. Noch ein altes Kinderfoto von den beiden. Oh. Yeah. Oh. No. No way I'm searching Claire's underwear. Jetzt hast du Sachen gesehen, die du bestimmt nicht sehen wolltest. So, da sehen wir übrigens das Baumhaus. Ist hier irgendwo ein Schneemann? Ich sehe hier keinen Schneemann. Das hätte ja auch ein Souvenir sein müssen. Come on, little Kiki. Don't be shy. Didn't know Claire had sleep troubles. Wonder what would have been different if Dad had taken us to church. How much more Irish can you be? Ach, die sind irisch. Die sehen gar nicht so aus. Definitely not the one. Ach so, aber dann ist das... Dann ist das die Schublade für... die Schlüssel zur Schublade. Dann ist das der Schlüssel zur Schublade. Die hat noch ein Nähkörbchen. Oh Gott. Sharp objects. Bit like Claire. Oh, das war schon ein kleiner Angriff. So, Nachttisch. Nachttisch. Where do you hide this key? We clearly don't share politics, but at least Steven doesn't preach. Ich habe einen amerikanischen Traum. Das goldene Zeitalter der Einzigartigkeit von Archie L. Melville. Gibt's das Buch wirklich? Keine Ahnung. Tonband. I don't really see Steven listening to old school pop rock music. Können wir das mitnehmen? Schade, ich dachte, das wäre vielleicht fürs Radio wichtig. Not much to see in here. So, wir konnten noch im Schrank durchsuchen. Da oben ist noch was, alte Kiste. Nach dem Schrank. Clothes, old stuff. But definitely no hidden key. Ich hoffe, das hat echt jetzt gerade kein Zeitlimit. Was denn? Did you see where she put the key? I think she put something in her pocket. Yeah, of course. Hat sie ja mitgenommen. Aber das wäre der schlauste Weg, um die Kinder wirklich näher an den Schlüssel rankommen zu lassen. Statt in deren Schlafzimmer. Shit. Aber der ist safe im Schlafzimmer. These are Christmas presents? Let's not tell Daniel. Or he'd freak. Oh, wir kriegen was zu Weihnachten. Nein. Oh, ich habe die falsche Tür ausgewählt. Hier oben. Damn. Too high for me. Oh. Trotzdem? Ah. Schlauer Bursche. So. That would have been really useful when we lived in the woods. Karen's smile on this picture kind of reminds me of Daniel's. Das ist also Karen. Die sieht sehr, sehr sympathisch aus. Ich weiß ja nicht, warum sie die Familie verlassen hat, aber sie sieht sehr, sehr sympathisch aus. Would be cool to ask Steven about his firefighting career. He must have had small town hero starter pack. Ich höre mir noch mal das an. Ich höre mir noch mal das. Wish I had the chance to find my thing too. Would be cool to ask Steven about his firefighting career. He must have had tons of things to tell. Das stimmt. Ich glaube, das ist eine der spannendsten Geschichten, die man sich so anhören kann, was man da halt so miterlebt. Aber Feuerwehrmann, sehr, sehr schwieriger, riskanter Beruf. Okay, Daniel. Think hard. What was she wearing? Please. I think it was that weird sweater thing. Dude, you rock. Hat's nicht viele Pulli-Dinger? I'm just looking for a key. Not the crown jewels. Ew. Are these milk teeth? Not sure if it's
gross or cute. Bisschen still, eklig. No key here. Bisschen eklig. Können wir den Schlüssel wieder zurückgeben? Bevor sie irgendwie okay merkt, dass da... Don't dass wir die Schlüssel... Ja, natürlich nicht. Jetzt wird sie es merken. Naja, ist okay. So, sie hatte ein komisches Puddy-Ding. Da ist ein Stapel voller Kleidung. Das passt ja ideal. Come on. The key may be in one of these pockets. Come on. Ja. Chill. Nope. Nothing in here. Hier hing doch sonst gar keine Kleidung. Soll ich dann wirklich noch mal im Schrank durchsuchen? Clothes. Nee, ist das gleiche. Okay, dann ist es hier nicht drin. Soll ich doch noch mal... Die Unterwäsche will er nicht mehr aufmachen. Okay, gut, die Unterwäsche ist es nicht. Daniel, hier ist nichts. Come on, Sean. If you can't find the key, I can still use my power. Nein. Hier sind noch Strickjacken. Stopp. I think that's the cardigan Claire was wearing yesterday. Durchsuchen. Keine Kraft einsetzen. Yes. Ich hab's. Keine Kraft einsetzen, Daniel. Ganz schlechte Idee. Kommen die? I found one key, so it better fit. Just try it. Wow. There's not that much left. Where do you think they put the rest of her stuff? They probably put everything in these boxes. Oh, ich habe aus Versehen Enter gedrückt und damit ein Moment, ich muss ganz kurz mit meiner Maus schlagen. Klingt ein bisschen doof, aber meine Maus reagiert sonst nicht. Ich wollte eigentlich antworten. I'm sure everything's still there. Like we left it. Okay. Er liest einfach einen Comic hier drin. Okay. It's like she almost never used those. I think I remember that one. Karen showed it to me once. Ulysses. Okay, Daniel. Hey, Daniel. Check this out. His name is Ulysses. Like, the hero? I guess. So cool. Guckt er sich das jetzt echt an? Nee, er packt ein neues Comicbuch aus. They looked happy. How could you send all of this to hell? Da waren sie wirklich noch richtig jung. Sieht aus wie so eine Schulsammelaktion, also wo man so Sachen extra verkauft und extra Flohmarkt irgendwie. These pictures are so random. Ja, aber auch schön. Ach doch, guck mal, er guckt sich Odysseus an. Is that an amethyst? Hi, Ulysses. She was into New Age bullshit. Oh, redest du mit ihm? Oh Mann, Daniel ist so süß. Ein Gedicht. Yeah, you finally left forever. Coward. Einmal lesen. Der grüne Chor von Karen Reynolds. Ich höre den grünen Chor, der im Wald singt im uralten Grau. Wickelt mich in seinen hölzernen Zauber, sein Lied. Die Wurzeln wie Sicherungen, die rückwärts explodieren. Wenn ich mich in meinem Herzen verberge und diese Geräusche höre, dann fühle ich mich älter als der Wald, älter als du, aber jünger als der weinende Fluss zu meinen Füßen. Wenn ich ins Erdreich rutsche, würden die Stimmen gedämpft wie mein Gesicht im Kissen, damit niemand weiß, dass ich hier bin. Ich könnte mich durch die Wurmlöcher schleichen, doch das würde nur nach unten führen. Also fühle ich mich selbst über den Baumspitzen, über den Fluss, schwindend für immer. I hear the green core singing in the forest in the ancient grey, wrapping me in the wood spell, their song. The roots like fuses that explode in reverse. When I hide in my heart hearing that sound that makes me feel older than the forest, older than you but younger than the crying river at my feet. If I slid into the soil, would the voices muffle like my face in the pillow so nobody knows I'm there? I could sneak in through the wormholes, but that would lead lonely down
So over the treetops, over the river, I feel myself leaving forever. Sie macht so komische Absätze. Also Leute, ich könnte euch auch das ganze Gedicht analysieren. Das erinnert mich so an meine alte Oberstufenzeit. Aber das machen wir jetzt nicht. Okay. Briefe. Das sieht doch interessant aus. That pen pal sure loved listening to her own voice. Wer ist denn Emma? Liebe Karen, oder Karen, vielen, vielen Dank für deinen Brief. Ich dachte, du hast deine Brieffreundin vergessen. Es ist so öde hier draußen und deine Briefe sind das Beste überhaupt. Du hast gesagt, du bist manchmal auch sehr einsam in Beaver Creek und ich bin so froh, dass wir uns gefunden haben. Es ist so nicht lustig, dass ich diese große Familie habe und so neidisch bin, dass du ein Einzelkind bist. Du hast das ganze Haus für dich, wie eine Königin. Ich habe dir schon gesagt, dass mein dämlicher Bruder Keaton so ein unreifer Junge ist, obwohl er der Älteste von uns ist. Er hält sich jetzt für cool, weil er einen Führerschein hat. Was auch immer. Warte nur, bis ich fahren kann und wir uns besuchen können. Wann immer wir wollen. Ich höre Papa wegen irgendetwas schreien. Ich mache mich lieber vom Acker, bevor er mich erreicht. Bitte, schreib mir bald und ich schreibe zurück, sobald du es tust. Deine liebste Brieffreundin Emma. Sie rennt vor ihrem Vater weg, bevor er sie erreicht. Okay. Finde ich auch, also ich bin kein Einzelkind, Leute, ich habe zwei Schwestern, aber ich finde das jetzt auch nicht so schlecht. Einzelkind sein finde ich aber auch nicht so schlecht, hat alles so seine Vor- und Nachteile. Seid einfach glücklich mit dem, was ihr habt. Ihr könnt es eh nicht ändern, außer ihr seid Einzelkind. Dann könnt ihr vielleicht Löcher in... Okay, das vergessen wir einfach. Wenn ihr Einzelkind seid, könnte sich das ja noch ändern, wer weiß. So, zurück, Leute, zurück. Dann eine Lampe. Schnitzerei. Wow. Figures Karen was already looking for an exit. You were a friend of my mommy's? Aber warum? Was hatte sie denn, dass sie da einfach weggelaufen ist? Because the no phone rule wasn't such a thing back then. So alte Telefone, so richtig witzig. Alte Brettspiele. Alte Brettspiele erstmal. I don't recognize any of these games. Sind halt alte Brettspiele. Hope you enjoyed your trips. So you didn't bail on us for nothing. Hä? Er hat ja richtigen Hass auf sie. Ich weiß halt nicht, warum sie weggegangen ist. Einfach so? Findet man das noch heraus? Jung und frei. Einfache Tipps für die Weltreisen, bevor man 30 wird. Recherchiert regionale Geheimnisse. Ideal planen. Okay. Hat sie also schon vorher gedacht, aber ist ja halt ein Reisefan. Yawn. This playlist is boring as hell. Sie hat ja auch nur ein... Sie hat zwei Alben, Leute. Zwei Alben. CD-Spieler. I miss my music. Ist es das? Können wir das jetzt abspielen? I think it's not plugged. Okay, aber das ist hier... Genau, da stand Steckdose. Ich hab's gesehen. So, und jetzt... Kann ich jetzt abspielen? The fuck is wrong with this? Oh, hiding spot. Smart. So, Karen was already serious about running away. Why did you wait that long? Also sie wollte schon immer nach New York, willst du mir damit sagen? Okay, das Ding ist ja auch nicht abgerissen. Man reißt ja normalerweise so den kleinen Teil hier ab. Und dann ist man halt weg. So. Aber von Portland nach New York. Und dann ist sie erst später dorthin geflogen? Oder wie kann ich das verstehen? Oh, Leute. Wir haben ein Souvenir gefunden. Ein einziges Souvenir von den ganzen sechs. Und das kann man nicht nehmen. Das ist einfach nur so. Das ist einfach nur so ein Andenken. Mann, da waren wir. Hier waren wir voll gut. Und dann kommt sowas. Schon okay. Wenigstens haben wir eine Sache. Huch, ist das viel. Karen liked to take pictures of strangers when we walked down the streets. Kein gutes Hobby. Never been a big fan of hiking. But I think I saw a moon eclipse once. Before Daniel was born. Er wollte gerade was zu den Wanderstiefeln dazu sagen, ne? Never been a big fan of hiking. But here I was. Walking my way down to Mexico. Sag ich doch.
Er hat immer noch das Ziel, nach Mexiko zu gehen. I miss my skateboard. And going to the park. With Lila. Oh Mann, Lila vermisse ich auch. They want to forget anything related to Karen. I can relate. Aber das ist schon hart. Es sind ja die Eltern von ihr und einfach so ein Kind. Ich weiß jetzt nicht, wie alt sie war, aber ich würde sie jetzt mit 25, 30 ungefähr, hätte ich sie jetzt geschätzt, wo sie weggegangen ist. Das dann alles komplett zu vergessen, wegzuschmeißen, stelle ich mir schon sehr tough vor. Oh, hier liegt ja ein Brief. Hast du gut gemacht, Daniel. These letters look pretty recent. Stimmt. Why would Claire lock these up in here? Is that for Mom? Huh? Let me see. Daniel! Come on. What's it say? Read it. Seriously, stop. Here, how about this? I've heard the news about Seattle. Please help my boys if they come to you. What? Why did they hide this from us? I don't know. You can reach me at this address. It's a P.O. box I use sometimes. What's a P.O. box? Well, a cop-out. In this case. I beg you, please help my sons. Oh yeah, right. Total bullshit. What do you mean? She cares about us. Well, I don't. Maybe she changed her mind. We could try and contact her. You don't even know her, okay? Don't get any wrong ideas. We should just stick to our plan. For now. Can I read it again? Yeah. Then we gotta go. My goodness. Oh. Oh, shit. Excuse me. What are you both doing in here? Except visibly ransacking our house while we're at church? Verdammt! Ich hatte noch irgendwie die Hoffnung, dass wir noch ein bisschen. Claire, oh nein, please, da waren Zeit. Calm down. Scheiße! No, Stephen. They went way out of line here. We specifically told you to stay out of this room. I just wanted to see my mom stop. This isn't her room anymore. There is nothing to see in here. It's time you learn to respect some rules. What's that supposed to mean? Maybe Esteban lets you boys do whatever you want, but that's not how things work here. We have rules and we have limits. Jeez! I thought we were family, not prisoners. Well, maybe without us you might be. Maybe you could show a little more gratitude. I can't hear that. Listen, Sean. I know life has been tough on you the past month. Bless your souls. And we put up with a lot of things. But that, going through our stuff, our personal belongings, well, that shows you don't respect us. Then you act like I'm the bad guy, after what we've done for you. I knew something like this might happen. Maybe you two staying here wasn't such a good idea. Man, I think I see why Mom left now. She couldn't put up with your stupid rules anymore. Oh, so that's what you think. Then let me tell you something. Huh? Steven! Oh, shit! Get this goddamn thing off me! Steven, no! Hold on, honey, we'll get it off! No! Stop! Oh, my legs! Stopp, 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 es geht zu weit.
What? Also mir war bewusst, dass ich die Mutter von den beiden nicht hassen kann, weil es ja sowieso nicht klar war, weswegen sie gegangen ist. Und ich glaube, wenn du mehr als 3 Gehirnzellen in deinem Gehirn noch hast, musst du safe einen Grund haben, warum du weggehst. Ja, ja, ich weiß, ich kann eine Option auswählen. Aber zu behaupten, dass sie weggelaufen ist wegen ihren Eltern, bezweifle ich auch. Ich glaube, die Eltern sind einfach nur, also die, meine, unsere Großeltern, die sind einfach nur gekränkt, weil halt ihre Tochter weggelaufen ist und so. Weswegen ich aber nicht verstehen kann, warum sie den Brief verheimlicht haben. Ich hätte bei dem Gespräch Mamas Brief auswählen sollen, einfach um zu gucken, was sie dazu sagen. So, also, wir sind eine schwache Oma, ein kleines Kind und ein 16-, 19-Jähriger, ich hab's vergessen, das ist ganz schlecht, und ein Mann, der gerade zerquetscht wird. Wir hätten die Chance, das gemeinsam hochzuheben, bezweifle aber, dass wir es schaffen könnten. Wir könnten die Kraft einsetzen, locker wäre alles perfekt, aber die würden dann halt wissen, worum es hier geht. Auch wenn ich zugeben muss, dass die Eltern ja so oder so, nicht die Eltern, die Großeltern. Der Opa hatte ja sowieso eine Vorahnung gehabt, also vielleicht ist es gar nicht so schlecht, das jetzt einfach zu... Wir haben gesagt, im äußersten Notfall. Ist das ein äußerster Notfall? Okay, der Opa wird jetzt nicht sterben, aber der Opa hat nichts getan. Und vielleicht können wir es damit auch so ein bisschen gerade biegen, dass wir gerade, was ich auch verstehen kann, durch deren Eigentum gewühlt haben und die natürlich deswegen ein bisschen sauer sind. Wir werden also die Kraft einsetzen. Und ich hoffe, es ist keine falsche Entscheidung. Ich hoffe es wirklich. Do it, Daniel! Now! Do what? What's going on? Oh Lord, what are you doing, Daniel? Oh, my baby, Stephen, are you okay? Now I am. Thanks to Daniel. You were right, Claire. I should have fixed that cupboard months ago. I guess my laziness will get me someday. What in the name of God was that all about? That's impossible. What are you, Daniel? Claire. Listen, they saved me, Claire. That's all that matters. Maybe. It was a miracle. Oh, thank you, Lord. It's the sheriff. Stephen? Claire? Sean, I didn't. It's about your grandson. We didn't call them. I know, Grandma. Sean, what are we gonna do? Go hide in the garage. No. No. No way. If the police searches the house, that makes the two of you accomplices. Get your bags and go out the back door. I'll distract him. Really? Yes. No. Get the hell out of here. I know you're in here. Your car's in the driveway. I'm so sorry for everything. I wish we could have helped you more. I wish you could stay here with us. Watch out for your brother, Sean. Yes. Be careful. We'll see you as soon as we can, okay? Thanks for helping us. Both of you. Oh, we love you. Now hurry up. Daniel, wait for me. Thank you.
Why? Why did Chris jump in front of that car, Sean? Why? He's okay, Inanno. The car barely touched him. You said I should be more careful. But because of you, I didn't do anything, and I could have. Hey, you don't know what could have happened, okay? What's done is done. You didn't even let me check on him. What if he is dead? Ich möchte jetzt gar nicht 10 Stunden lang darüber reden, was hier gerade abgegangen ist, aber irgendwie muss ich. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Also, ich glaube, die Entscheidung, die Kräfte einzusetzen, um den Opa zu helfen, war richtig. Ich habe keine Reue. Keine Reue, dass ich das getan habe, Leute. Und wenn ich keine Reue zeige, ist das ein gutes Zeichen. Aber, wir wurden einfach rausgeschickt. Wieder. Und ich glaube, ich hoffe, das ist nicht unsere Schuld. Hat Chris das ja eigentlich nur gemacht, weil er dachte, er hätte diese telekinetischen Kräfte. Er dachte, er könnte das Auto anhalten. Oh nein. Aber er ist nicht tot. Ich bin mir ziemlich 190% sicher, bin ich mir, dass er nicht tot ist. Chris geht's gut. Der hat wahrscheinlich ziemlich starke Prellungen oder vielleicht Schlimmeres, aber er ist nicht tot. Und ich hoffe es jedenfalls. You could see the car slow down before. So, Chris will be fine. Trust me. You promise? Promise. Sean, I'm tired of running away. I don't want to be a superhero anymore. You don't have to use your power if you don't want to. I know, but sometimes I can help, and how do I know when to use it? You don't. You can only trust your guts and listen to your brother. You think we'll see Grandma and Grandpa again? I don't know. We'll see. Where are we gonna go now? See Mom? No way, man. We don't need her, okay? But she said she wanted to find us. We stick to the plan. We go to Puerto Lobos. That's where we belong. No one will tell us what to do. We can be whoever we want. You think? I don't know. Trust me, man. From now on, we make our own rules. Look, I wanted to wait until then, but we kind of need a little cheer, so. Merry Christmas, Inanno. For me? Thanks, Sean. Hey. Listen. There's a ride. Come on. All aboard. I ask for your demand.
wird fortgesetzt. Life is Strange 2, Episode 2, Rules ist damit beendet. Oh, das hat gerade schön zusammen mit dem Scrollen gestartet. Ah. Ich war mir ziemlich sicher, dass wir so oder so unsere Großeltern verlassen müssen. Aber ich wusste nicht, dass es so schnell geht und ich wusste auch nicht, dass es mit so einem Drama endet. Es ist Life is Strange. Ich hätte es mir denken können, dass es mit so einem Drama endet, oder? Ist meine eigene Schuld. Ich mache mir jetzt gerade noch so ein bisschen Sorgen, weil Chris ja vor dieses Auto gerannt ist. Und wir hatten zum Ende der letzten Episode Daniel versprochen, dass wir ihn nie mehr wieder anlügen werden. Also ich bin mir eigentlich zu sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit sicher, dass es Chris gut geht. Von daher lüge ich ihn ja nicht direkt an. Aber er hat es wieder versprochen. Ich habe irgendwie so ein Feeling, dass das ganz schön schlecht sein kann, dass ich das gemacht habe. Was gibt's noch zu erzählen, Leute? Hat uns eigentlich der Kerl vom Markt, mit dem wir uns nicht so gut angefreundet haben, verpetzt? War er das? War das irgendein Verkäufer? Oder noch schlimmer, waren es die Ericssons? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht immer, ob wir es überhaupt auch mal erfahren werden. Mich würde es auf jeden Fall interessieren, was passiert wäre, hätten wir den Opa nicht geholfen. Wäre Claire dann wütend auf uns gewesen und hätte uns dann nicht mehr gehen lassen? Oder irgendwas anderes? I don't know. Es gibt Sachen, die kann ich mir nicht erklären, aber ich würde gerne wissen, was passiert wäre, wenn... Und dabei muss ich auch zugeben, Episode 2 war eines der chilligeren Episoden. Ich habe nur 2 gespielt, aber von den Szenen her, wir hatten ein Heim, alles war gut. Wir hatten danach ein anderes Heim, dort war auch alles gut. Und in der ersten Episode ist alles eskaliert. So. Wir wurden gefangen genommen, wir wurden geschlagen. Ihr merkt, glaube ich, den Unterschied, oder? Und dementsprechend ist das so schade, dass wir jetzt wieder auf Null anfangen. Wir fangen bei der dritten Episode einfach wieder von Null an. Aber damit ist das auch das Stichwort. Genieße ich die Musik im Hintergrund und wir sehen uns in der dritten Episode weiter. Besser gesagt, nach den Credits noch einmal für die Statistiken, aber danach in der dritten Episode. Thank you.
Sehr schön. Errungenschaft freigeschaltet und hier hören wir uns noch einmal. Ich dachte, nach den Credits läuft erstmal noch eine Cutscene, aber die ist anscheinend nicht dabei. Aber ist kein Problem. Die kommt wahrscheinlich, nachdem wir auf Fortfahren geklickt haben. Wie viel spannender wird es sein? Wir sehen die jetzt mal übrigens auf dem Zug. Die Szene haben wir, also dieses Bild haben wir noch nicht gesehen. Was die anderen gemacht haben und wie gut, / schlecht wir uns dementsprechend auch geschlagen haben. Mehrheit heißt nicht zwingend, dass man richtig liegt, aber Mehrheit könnte schon mal dahin deuten, dass andere Menschen ebenfalls sich dabei was gedacht haben. Deswegen schauen wir uns einfach mal an. So, wir haben 4 Möglichkeiten mit dem Schneeball gehabt, wo wir einmal auf Daniel geworfen haben. Und der hat auch gezählt. Du hast einen Schneeball auf Daniel geworfen. Es zählt tatsächlich. 52% haben genauso böse gedacht wie ich. Ich liebe euch, Leute. Ich sage ja Mehrheit. Verstand. Du hast den Schneeball vernünftig geworfen, das wäre ja zu langweilig, ist aber die zweitmeistgewählte Möglichkeit gewesen. Du hast einen Schneeball auf Trüffel geworfen, da haben viele Leute gedacht, ah, Peter möchte ich nicht an meinen Nacken haben und dementsprechend sehr gut. Nur 1% haben sich dazu entschieden und 13% haben das Böse rausgelassen und haben sich gedacht, ich werfe einen Schneeball auf Daniel und Trüffel. Habt ihr gut gemacht, Leute, habt ihr richtig toll gemacht. Du hast eingegriffen und den Puma verscheucht. Das hat auch tatsächlich die Mehrheit gemacht, aber ist gar nicht so krass, voneinander getrennt. Also 56% und 44% sind nicht wirklich weit voneinander entfernt. Aber ich kann beides halt auch verstehen. Dennoch, Trüffel war ja schon tot in der Szene. Aber man hätte halt die Leiche vergraben können. Man hätte ja den Hund ehrenhaft beerdigen können. Aber wahrscheinlich deswegen 44%. So, du hast gemeinsam mit Claire und Daniel gebetet, haben auch die meisten gemacht. Du hast dich geweigert, gemeinsam mit Claire und Daniel zu beten. Claire hat alleine gebetet und niemand hat gebetet. Ich habe tatsächlich, weil ich so fanat dahin war, herauszufinden, ob Trüffel immer sterben muss. Und ja, muss Trüffel leider. Dass wenn man den Hund begraben hat oder halt nicht begraben hat und Daniel dann erzählt, es gibt keinen Himmel für Hunde oder allgemein keinen Himmel, dann weigert sich Daniel ebenfalls zu beten. Und dann muss man nur noch selber weigern zu beten und Claire ist dann beleidigt, weil Daniel sagt, es gibt keinen Himmel, wozu soll ich beten? Und dann betet gar keiner. Also so könnte man das auslösen. Aber damit man überhaupt dorthin kommt, ist das ein ziemlich schwieriger Weg. Deswegen gehe ich jetzt davon aus, dass deswegen nur 2% diese Möglichkeit überhaupt hatten. So, du hast Steven gestanden, dass Daniel Kräfte hat. Oder du hast so getan, als wüsstest du von nichts. Das hat auch tatsächlich, ist nicht so abwegig gewesen. 51%, 49%, das ist ja noch näher dran. Also, wir sind immer noch, bis jetzt immer bei der Mehrheit. Was, wie gesagt, nicht zwingend gut sein muss, aber ihr wisst Bescheid. Okay, aber mittlerweile, nachdem ich die ganze Story jetzt gespielt habe, bin ich auch der Meinung, hätten wir Steven das ruhig sagen können. Ich glaube, das hätte auch keine zwingend schlimmen Konsequenzen gehabt. Und was mich noch mehr interessiert, wir hätten, wenn die Sheriffs gekommen sind, auf Brodys Plattform schreiben können. Das ärgert mich jetzt. Wir hätten einfach auf Brodys Plattform schreiben können. Na gut, in Ordnung. Als nächstes. Du hast mit zusätzlicher Hausarbeit geholfen. 78%. Du hast nicht mit zusätzlicher Hausarbeit geholfen. Ihr Schweine. Ihr habt einfach nur gezeichnet und einfach euer Leben genossen, ne? So. Oh, das ist zum ersten Mal, wo wir was anderes gemacht haben. Du hast Daniel gesagt, dass es richtig war, Chris zu retten. Du hast Daniel an die Regeln erinnert. Oh, ja, okay. Ich höre mich ein bisschen streng. Das war ja das erste Mal, wo ich richtig gezögert hatte, wie ich das machen sollte. Aber ich wollte, dass Daniel sich wirklich an die Regeln hält, weil die schon wichtig sind. Die sind schon wichtig, Leute. So, 27% haben also unsere Entscheidung getroffen. 73% haben sich für die andere Möglichkeit entschieden. Du hast dich mit Stevens Laptop in dein Profil eingeloggt, haben 44% gemacht und du hast es nicht getan, haben 56% gemacht. Eingeloggt, da war ich mir ja nicht ganz sicher, auf dem Laptop hatte man so viele Möglichkeiten und ich wusste nicht, was welche Möglichkeit auswirkt. Also einloggen hätte ja auf so eine Fake-Facebook-Seite sein können, einloggen hätte aber auch auf Brodys Seite irgendwie hingehört. Das war irgendwie ganz merkwürdig, deswegen, ja, zur Sicherheit habe ich mich halt nicht eingeloggt. So. Du hast leider angerufen, du hast leider nicht angerufen. Du hast leider nicht erreicht und ihre Mutter angelogen. Du hast leider nicht erreicht und warst ehrlich zu ihrer Mutter. Warte. Es gab eine Möglichkeit, sie anzurufen?
Hat das Telefon mal geklingelt? Ich kann mich nicht an irgendeine Szene erinnern, wo wir das hätten machen können. Also, nehmen wir mal an, wir hätten die Möglichkeit gehabt. Ich hätte sie wahrscheinlich eh nicht angerufen. Wegen Trackern und so. Es ist halt das gleiche wie mit dem Handy. Deswegen haben wir das Handy ja erst weggeworfen. Von daher ist es jetzt nicht so schlimm, aber ich habe diese Möglichkeit gar nicht in Erinnerung gehabt, dass ich eine Auswahl hatte. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Vor allem hätten wir also ihre Mutter erreicht und angelogen, ihre Mutter nicht. Oder wir hätten leider direkt erreichen können. Das ist jetzt interessant. Ich weiß jetzt leider nicht, wie das zusammenhängt. Das habe ich mir halt wieder nicht angesehen. Ich habe mich nur einmal ganz kurz wegen Trüffel spoilern lassen. Mehr nicht. Okay, gehen wir mal weiter. So, drei Möglichkeiten. Du hast Chris Vertrauen gewonnen und er hat dir von seinem Vater erzählt. Oh, verdammt, du hast Chris Vertrauen nicht gewonnen. Das lag nur daran, dass wir seine Spielfiguren falsch zugeordnet haben. Vielen Dank. Ich habe immer noch das ist meine Vermutung, wir hätten die Spielfiguren richtig anordnen müssen, damit er uns ein Souvenir gibt. Auf ganz tricky. Aber das hätte ich nicht erraten. Ich glaube, beim zweiten Durchlauf würde ich es immer noch nicht wissen, welche Spielfigur was war. Aber egal. Du hast Chris Vertrauen gewonnen, aber nicht nach seinem Vater gefragt. 5%. Bin ich gespannt, was er eigentlich über seinen Vater erzählt. Verdammt, mich regt das jetzt gerade auf, dass ich das nicht geschafft habe. Okay, du hast Daniel aufgetragen, Chris die Wahrheit zu sagen. Du hast Daniel aufgetragen, das Geheimnis zu schützen. Nein. Nein. Heißt das, hätte ich gesagt, er hätte Chris die Wahrheit gesagt, wäre er nicht vors Auto gerannt? Wäre das die Conclusion dazu gewesen? Er wäre nicht gegens Auto gerannt, hätte er gewusst, dass er keine telekinetischen Kräfte hat? Ergibt ja Sinn, aber... Nein. Oh nein, ich hab... Okay, das war meine Schuld. Ich suche das jetzt aber nicht raus, Leute. Ich suche das nicht raus, weil ich möchte mich weitestgehend halt nicht spoilern lassen. Ich habe Angst, wenn ich jetzt danach suche, dass ich dann auf die darauffolgenden Episoden vielleicht gespoilert werde. Deswegen lasse ich das jetzt. Aber ich glaube, hätte ich das andere ausgewählt, wir hätten Chris die Wahrheit gesagt, dann wäre er nicht vors Auto gerannt. Aber mich hätte dann interessiert, wie wir das Polizeiauto sonst aufgehalten hätten. Hätte er dann einfach Steine auf das Auto geworfen? Ich bezweifle es, aber okay. Du hast dir Cassidys Lied bis zum Schluss angehört. Nur 44%. Leute, das Lied war richtig schön und auch nicht so lang. Du hast dir Cassidys Lied nicht bis zum Schluss angehört. Du hast ein Raumschiff für Chris gezeichnet. Du hast Zombies für Chris gezeichnet. Und 48%, die waren richtig mies, die haben nichts für Chris gezeichnet. Aber ich glaube, das zählt vielleicht, weil du dich nicht hinsetzt auf diesen Picknicktisch. Dann hast du vergessen, dass du da was zeichnen konntest und hattest gar nicht erst die Auswahl. Ich glaube, daher kommen die 48%. Ich glaube nicht, dass man hätte ja gar nicht verweigern können, was zu zeichnen. Man musste ja was malen. Aber fand ich jetzt auch nicht schlimm. Das Bild sieht ja auch ganz schick aus. Sind das echt 7 Sachen nur für ihn? Ohne Daniel? Das ist ja alles bezogen auf Sean. Du hast ein Weihnachtsgeschenk für Daniel gekauft. Wir haben es gestohlen. Aber Leute, wir hatten kein Geld und wir waren nicht wie die Mehrheit der Fanat, Geld aus der Dose zu klauen und unseren Vater die Wahrheit zu sagen. Ups. Du hast mehrere Weihnachtsgeschenke für Daniel gefunden. Krass. Hätte man wahrscheinlich kaufen können und dann nochmal klauen können. Das ist so richtig viel. Du hast ein ehrliches Gespräch mit Charles über seine Probleme geführt. Du hast dich nicht in Charles' Probleme eingemischt. Also irgendwie gefällt mir gerade nicht, wie das hinausläuft. Hä? Du hast ein ehrliches Gespräch mit Charles über seine Probleme geführt. Ah, weil ich gesagt habe, er macht das toll. Ich hätte wahrscheinlich noch sagen können, Probleme. Da war ja eine Auswahl mit Probleme, Fragezeichen. Aber ich wusste nicht, ob ich dadurch die Situation verschlimmer, wenn ich ihn halt explizit auf seine Probleme anspreche. Und ganz wichtig, vielleicht war es ja auch wichtig, dass wir vorher überhaupt Chris Vertrauen haben, damit er uns von seinem Dad erzählt, damit wir mit ihm über seine Probleme sprechen können. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, wir haben den Vater einfach allein gelassen und sein Kind wurde von einem Sheriff angefahren. Oh mein Gott. Okay. Ich bin ein sehr schlechter Mensch. Oh, okay. Du hast Daniel angewiesen, Steven mit seinem Kraft zu helfen. War für mich jetzt eigentlich auch sinnig und die anderen halt nicht. Warte, Moment, gab es hier nicht noch die Auswahl, hier Streiche zu spielen? Das wurde hier gar nicht erwähnt. Ihr wurde verfolgt und Chris wurde angefahren. Nein, es gab echt die Möglichkeit, dass das nicht passiert. Oh, ich bin so ein schlechter Mensch. Ihr wurde verfolgt, aber Chris wurde nicht angefahren. Ihr wurdet nicht verfolgt und Chris hat euch geholfen. Oh nein.
Oh nein. Ich hab doch auch nur Mist gemacht, ne? Nur Mist hab ich gemacht. Oh, ich hab grad so einen Hardcore-Drang, die zweite Episode nochmal zu spielen, um das einfach wieder glatt zu bügeln. Oh nein. Chris hätte nicht angefahren werden können. Verdammte Mistekiste. Okay, Daniel. Daniel hat weiterhin geflucht. Daniel hat aufgehört zu fluchen. Warte, stopp. Wie hätte ich das denn verhindern können? Naja, okay. Daniel hat das Würfelspiel ohne Schummeln gewonnen. Das ist doch Zufall, oder nicht? Daniel hat das Würfelspiel durch Schummeln gewonnen. Daniel hat das Würfelspiel verloren. Das ist doch Zufall, was man da bekommt, weil Daniel hätte doch dann, also ohne Schummeln, er hat ja bei uns geschummelt und hätte dann dadurch ja auch gewinnen können, hätten wir nicht angesprochen. Verstehe ich. Wir hätten, das war ja ganz normal, so wie wir gespielt haben. Das obere kann man ja nur bekommen aus Zufall. Naja, Daniel hat den Puma nicht getötet, Daniel hat die Puma getötet, genau, die Prozentzahl ist ja das gleiche zu aufgehalten, nicht aufgehalten. Daniel konnte Trüffel nicht beerdigen, Daniel konnte Trüffel angemessen beerdigen, das tut mir auch leid, Trüffel, ich hoffe, dir geht's gut im Himmel. Daniel hat zugestimmt zu beten, Daniel hat es abgelehnt zu beten. Daniel hat das Zimmer aufgeräumt, oh, Daniel hat das Zimmer nicht aufgeräumt, ihr Schweine, das sind auch die Leute, die selber nicht bei der Hausarbeit geholfen haben. Daniel wurde nicht gebeten, bei der Hausarbeit mitzuhelfen. 2% sind einfach schnurstracks durchgelaufen. So. Daniel hat gehorcht und Chris die Wahrheit gesagt. Daniel hat nicht gehorcht und Chris weiter angelogen. Du hast Daniel nicht gebeten, Chris die Wahrheit zu sagen. Ach, guck mal, hätten wir gesagt, er hätte Chris die Wahrheit sagen sollen? Hätte er gehorcht und hätte die Wahrheit gesagt oder hätte es nicht getan? Aber wie hätten wir das denn nochmal beeinflussen können? Oh Leute, ich möchte so gerne offscreen gerade Episode 2 nochmal spielen, ne? Ich mach das später, wenn ich durch bin mit den 5 Episoden. Und wenn ich meine Schande ins Gesicht geblickt habe, was ich angerichtet habe. Und danach spiele ich nochmal Episode 2. Insgesamt wurde Daniel ermutigt, seine Kraft einzusetzen. Insgesamt wurde Daniel aufgetragen, seine Kraft nicht einzusetzen. Aber darauf habe ich echt plädiert. Also ich weiß nicht, ob ich mich schlecht fühlen sollte. Aber ich fand es wichtig, dass er es eben nicht macht. Weil ich nicht wusste, wie krass das eskaliert. Oh mein Gott, es tut mir leid, Daniel. Das war bestimmt auch eine falsche Entscheidung. Daniel musste Chris nicht retten. Daniel hat Chris vor dem Auto gerettet. Daniel hat Chris nicht vor dem Auto gerettet. Oh mein Gott. Aber ich hab dir doch gesagt, in äußerster Not sollst du das machen, Daniel. Das war äußerste Not. Okay, wir müssen die Regeln nochmal umändern, Daniel. Wir müssen die Regeln nochmal umändern. Aber das tut mir jetzt richtig leid. Das ist eine ganz üble, das ist eine richtig schlechte Statistik, Leute. Das ist eine richtig, richtig schlechte Statistik. Oh, Daniel hat sich selbst die Schuld für Chris' Unfall gegeben. Daniel hat dir die Schuld für Chris' Unfall gegeben. Finde ich in Ordnung, ist gerechtfertigt. Daniel hat niemandem die Schuld gegeben, denn es ging Chris gut. Schande. Daniel hat sich über sein, also nicht Schande, dass es Chris gut gehen soll, sondern Schande, dass wir es nicht geschafft haben. Daniel hat sich über sein Geschenk gefreut. Daniel war zu aufgebracht, um sich über sein Geschenk zu freuen. Oh Mann! Die Episode hätte doch nicht schlimmer enden können, oder? Na gut, es kann nicht alles perfekt sein, Leute. Wir gehen jetzt auf Fortfahren und schauen uns vielleicht mal die nächste Sequenz für Episode 3 an. Aber bis jetzt verabschiede ich mich und hoffe, dass wir einen sehr, sehr guten Start in Episode 3 haben werden. Vielleicht einen besseren, als Episode 2 geendet hat. Aber bis dahin verabschiede ich mich und sag auf Wiedersehen! So, this is it? Yeah. It looks like a nettle field. And it stinks. Yeah. And your stinky feet will cover the smell. Shut up. They don't. Come on. I'll show you around.